Tennisturnier in Reichstätt. Am Sonntag fand auf dem Reichstätter Tennisplatz das Turnier um den Wanderpokal statt. Neben Vereinsmitgliedern waren diesmal auch wieder Tennisfreunde von anderen Vereinen angetreten. Bei den Frauen siegte Manja Weinhold. Da sie bereits das dritte Mal den Pokal erkämpfen konnte, darf sie ihn nun behalten. Bei den Männern lieferten sich Uwe Heber und Micha Oliver im Endspiel einen spannenden und fairen Kampf. Letztendlich konnte sich Micha Oliver durchsetzen und gewann das Turnier bereits zum zweiten Mal. Uwe Heber belegte genau wie seine Frau den zweiten Platz. Dritter in diesem spannenden Turnier wurde bei den Männern Andreas Mannschatz von der SG Stahl Schmiedeberg und bei den Frauen Ulrike Oliver.